Willkommen zurück. Und zwar, es wird gleich Tag. Und dann gehen wir natürlich rüben in den Buchladen mal schauen. Ah, es wird heller. Schade, dass man die hier nicht mehr auseinandernehmen kann. Okay. So. Da ist immer noch der nette Bär von nebenan. Einfach mal aufs Nachbardach. Gucken, was hier noch so ist. Okay. Runter da. Weaponsmithing. Okay. Das ist immer gut. Okay. Scrappen wir. Was wir hier drin haben. Oh. Bin ich mal gespannt, was da drin ist. Ich hoffe, was Gutes. Nicht wirklich. Okay. Oh. Shotgun-Schematik, Rocket Launcher-Schematik. Da sagen wir natürlich nicht nein. Das ist cool. Jetzt habe ich natürlich eben. Okay, den Stock haben wir noch. Ich dachte schon, den hätte ich jetzt eben auch weggeschmissen. Selbst wenn es eine kleine ist. SMG-Schematik. Geht's hier ab gerade? Nicht schlecht, nicht schlecht. Pistolgriff. Den scrappen wir. Können wir eigentlich. Ach nee, das ist Hunting Rifle. Schade. Ich dachte schon. Wir könnten die Teile kombinieren. Eindeutig zu viele leere Gläser. Jetzt kann ich brauchen. Neue Axt. Okay. So, mal gehen die Fenster so schwer kaputt. Also da steht ein Bär, da waren Bücher. Aber hier haben wir noch ein Working Stiff Tools. Was mich natürlich jetzt gerade erstmal mehr interessiert. Vielleicht haben wir da coole Werkzeuge drin.
Man weiß ja nie, machen wir mal lieber zwei. Schale leer. Wie gesagt, eindeutig viel zu viele leere Gläser. Aussortieren. Die Tür ist zu. Okay, das weg. Das scrappen wir. Okay, also die Tür unten aufzumachen wird länger dauern. Jeder Fall mehr hilft. Okay, scrappen. Okay, gut. Hier kommen wir nur wieder runter. Wie gesagt, das mit der Tür könnte länger dauern, aber wir könnten. Nur, dass wir hier nicht direkt Besuch bekommen. Gucken, ob wir hier eine Tür reinsetzen können. So, wir haben ja noch zwei Blöcke. Hoffentlich haut das hin. Okay, wir brauchen noch eine neue Steinaxt auf jeden Fall. So, weil ich bezweifle, dass wir weit kommen werden hier an der Tür. Das kann jetzt länger dauern. Ich hoffe mal, es lohnt sich. Wissentlich machen wir aus ihrem Tresor drin und die haben sie ja erhöht, die Haltbarkeit von den Tresordingern. Ah, ich wusste.
Weil hier 2500, da habe ich mir einen Wolf dran. Wir machen das jetzt mal so. Wir lassen den jetzt mal in Ruhe. Gehen jetzt erstmal zu den Büchern. Und kümmern uns später darum. So. Jetzt hoffentlich irgendwo mal was Nützliches drin. Den haben wir, glaube ich, schon. Ich nehme jetzt trotzdem eins mit. Ich nehme jetzt einfach mit. So, jetzt können wir in Ruhe gucken. Pistolenbuch. Lesen wir. Rocket Launcher haben wir schon. Das haben wir. Das können wir ausgraben. Oh, Flaming Arrow. Cool. Hat er das jetzt gelernt? Sicher ist sicher. Apropos Essen und Trinken, vielleicht soll ich mal nachschauen. Okay, puh. Gar nicht mal schlecht. Alles, was wir jetzt nicht brauchen. Wir müssen jetzt schon anfangen auszusortieren hier. Was ist brauchbar, was nicht. Okay, was haben wir da? Kill some lumberjack zombies with a fire axe. Annehmen können wir es ja schon mal. Okay, das haben wir auch. Schauen wir uns hier oben nochmal um. Shotgun Parts, das heißt, um ein bisschen Platz zu sparen, tun wir jetzt schon mal die Shotgun-Parts da rein. Okay, was haben wir eigentlich da? Magnum, oh je. Das kommt mal weg. So, trinken wir noch einen Schluck.
So. Dann auf nach unten. Okay, Bücherei haben wir jetzt auch abgeschlossen. Sonst doch gerade hier Poppenpilz. Ein paar Medikamente. Also für den Loot ist es hier gut. Powder nehmen wir nicht mit, dafür aber lieber trinken und so. Blutbeutel, dann tun wir das mal raus. Okay, also wir haben jetzt einiges an Loot. Wäre es eigentlich, wenn wir uns irgendwo mal einrichten würden. Das ist jetzt so die Frage, machen wir das hier in der Stadt oder wo machen wir das? Was ist das? Kartenseed. Ja, das ist schwer. Ich wollte hier eigentlich nicht mein Lager aufschlagen, aber hier gibt es echt erstmal Loot und so für den Anfang. Das ist eigentlich sehr gut. Hallo Bär. Okay, das wäre hier die Straße. Was haben wir hier eigentlich? Was ist das? Noch ein Shotgun? Ne, hier waren wir drin. Von hier kommen wir. Okay, dann habe ich jetzt hier, hatte ich glaube ich oben, war das hier mit dem Schlafsack? Nee, das war nicht hier. Das war nicht hier. Hier war das. Bin ich denn darüber? Über den Shotgun ist hier.
blöd. Wo habe ich die nette Tür eingesetzt? Hier vorne, glaube ich. Und zwar schlagen wir jetzt unser Lager hier auf. Und das mal eine Bedroll und ein Campfire noch gleich. Und tun wir erstmal hier unser Zeug verstauen. Campfire. Das machen wir aber, glaube ich, am besten hier irgendwo rein. So, dann ein Cooking Pot da rein. Das ist eigentlich unnötige Platzverschwendung. Obwohl, wir können eigentlich auch damit heizen erstmal. So, dann können wir erstmal hier das machen, das machen und das machen. Okay, soweit so gut. Dann machen wir uns ein Secure Storage Chest bei der Door. Okay, jetzt können wir hier erstmal auslagern, so dass wir die Stadt einfach weiter erkunden können und haben nicht alles dabei. Oh ne, die Pfeile brauchen wir. Erstmal kurz alles hier rein, so, und dann sortieren wir aus. Davon nehme ich mal einen mit, davon mit, das mit, das mit, das mit. So, haben wir doch schon mal ein bisschen aussortiert. Okay, gut. Dann haben wir jetzt erstmal hier unseren geheimen Bunker. Mit viel Licht. Und wir können uns dann erstmal hier einrichten, bis wir, dann können wir hier die Stadt schön durchsuchen und so weiter und so fort. Eigentlich wäre es gar nicht mal schlecht, hier so eine Leiter noch hochzumachen. Naja, gut. Ich bedanke mich jetzt erstmal fürs Zuschauen. Ich wünsche euch was. Bis dahin. Macht's gut.